Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Brandenburgerinnen an den Bildschirmen. Hier, lassen Sie mal den Tisch mal bitte oben. Als Koalition haben wir verabredet, dass wir eine Polizeibeauftragte einführen wollen. Heute liefern wir. Wir bringen als Koalition unseren Gesetzentwurf auf den Weg. Mir ist dieses Gesetz eine Herzensangelegenheit. Denn damit wird unser Staat moderner, direkter, bürgernahe. Warum ist das so wichtig? Weil diese Beauftragte für Polizeiangelegenheiten für eine bessere Balance zwischen dem Gewaltmonopol der Exekutive und der Kontrollfunktion der Legislative im Bereich der Polizei sorgen wird. Nur der Staat darf bei uns unmittelbaren körperlichen Zwang anwenden. Denn wir wollen sicherstellen, dass sich nicht der Stärkere durchsetzt. Alle Menschen sollen das gleiche Recht auf Schutz und freie Entfaltung in unserem Land genießen können. Gleichzeitig muss aber sichergestellt sein, dass dieses Gewaltmonopol nicht willkürlich, unverhältnismäßig oder gar erniedrigend ausgeübt wird. Das ist die Kontrollfunktion, die wir als Gesetzgeber haben, und die nehmen wir sehr ernst. Und damit sich hier kein falscher Zungenschlag einschleicht, wir gehen grundsätzlich davon aus, dass die Brandenburger Polizei eine gute Arbeit macht. Aber unsere Aufgabe ist es, dies auch zu kontrollieren und sicherzustellen, dass diese Kontrolle unmittelbar, effektiv und bürgernah funktioniert. Die Kontrolle ist nicht Misstrauen, sondern die Grundlage, das Fundament für Vertrauen. Alle Brandenburgerinnen und Brandenburger, ob mit oder ohne Uniform, müssen darauf vertrauen können, dass die Polizei ein Garant für Sicherheit ist, ein verlässlicher Garant. Und auch darauf, dass Polizistinnen und Polizisten vor falschen Verdächtigungen und schlechter Behandlung geschützt werden. Diese Kontrolle ist kein Misstrauen, sondern soll Bürgerinnen und Bürger sowie Polizistinnen und Polizisten vor Willkür, Vorverurteilung und erniedrigender Behandlung schützen. Wir haben uns darum dazu entschieden, die Polizeibeauftragte als Beschwerdestelle für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Polizistinnen und Polizisten einzurichten. Sie soll als Schiedsstelle zur Versachlichung in der Diskussion um vermeintliches Fehlverhalten beitragen. Sie ist darum niedrigschwellig angelegt und mit soliden, weitreichenden Befugnissen ausgestattet. Wichtige Aspekte der Arbeit der Beauftragten sind folgende Punkte. Wer sich ungerecht behandelt fühlt, der kann sich direkt an die Polizeibeauftragte wenden. Die Beauftragte für Polizeiangelegenheiten ermittelt selbstständig und unabhängig. Alle staatlichen Stellen sind dazu verpflichtet, die Arbeit der Polizeibeauftragten zu unterstützen. Beschwerdeführer bekommen schriftlich die Ergebnisse der Ermittlungen mitgeteilt. Bei gravierenden Sachverhalten, die das Ansehen der Polizei beschädigen könnten, muss sofort die Polizeibeauftragte durch das Ministerium, und das war uns sehr wichtig, Herr Möller, durch das Ministerium selbst informiert werden. Die Polizeibeauftragte muss selbstverständlich bei gravierenden Verfehlungen Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstatten. Und noch einmal, die Polizeibeauftragte untersteht keiner Weisung, sondern arbeitet unabhängig und ohne politische Einflussnahme und ist dabei der Verschwiegenheit und dem Datenschutz selbstverständlich verpflichtet. Damit ist die Beauftragte für Polizeiangelegenheiten einerseits Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürger im Land, wenn sie sich von der Polizei ungerecht behandelt fühlen. Sie soll die Sachverhalte aufklären und eventuelle Fehleinschätzungen korrigieren und darauf einwirken, dass tatsächliches Fehlverhalten abgestellt und Straftaten auch angezeigt werden. Andererseits ist die Stelle eine wichtige unabhängige Ansprechpartnerin für Polizistinnen und Polizisten, die sicherstellen soll, dass falsche Anschuldigungen korrigiert, Missstände sorgfältig aufgeklärt werden, dass Fehler benannt und korrigiert werden, dass das Konfliktmanagement funktioniert und Beschwerden nachgegangen wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass genau diese Ausgestaltung der Stelle mit dafür sorgen kann, das Vertrauen in staatliche Institutionen zu stärken oder wiederherzustellen. Wir setzen damit das Signal, wir nehmen Beschwerden ernst und organisieren unsere Brandenburger Polizei so, dass Beschwerden schnell, bürgernah und unbürokratisch aufgeklärt werden.
Die Stelle ist darum so konzipiert, dass sie direkt und unabhängig in das System hineinsehen kann und unabhängig und keinen politischen Weisungen unterworfen. Die Schiedsstelle wird damit sowohl der Bürgerin und dem Bürger, der Polizistin und dem Polizisten als auch uns, den Parlamentariern, zur Seite stehen, um unsere bürgernahe Polizei noch besser zu machen und um das Vertrauen in unsere Polizei zu stärken. Ich freue mich auf die Beratung im Innenausschuss. Ich glaube, wir haben dafür eine solide und ausgewogene Grundlage geschaffen. Ich möchte mich an der Stelle natürlich dem Dank anschließen an meine Kollegen, auch die an die Polizei, an die Beamtinnen und Beamten draußen und selbstverständlich auch an das Ministerium und bitte die CDU und auch alle anderen dafür auch zu klatschen. Ich danke Ihnen.